einem ersten Abschnitt so konstruiert, dass es möglich ist, sowohl barrierefrei den Bahnhof zu erreichen. Das heißt also, wir werden hier in diesem Areal noch ein ganzes Stück reingehen. Dort sind momentan im Jahre 2021, Ende des Jahres, durch die Bahn noch erhebliche Umleitungen zu organisieren und entsprechende Umverlegung von bahnaffinen Leitungsbeständen, die hier noch in diesem Areal untergebracht sind. Das ist nicht einfach. Wir müssen das alles koppeln an entsprechende Sperrszenarien, die Deutsche Bahn uns vorgibt. Da sind wir sehr intensiv in Kontakt. Der Erheber ist da sehr intensiv unterwegs. Und es wird also hier 34 Parkplätze geben. Es wird eine entsprechende Radgehwegbeziehung geben, die in den Tunnel führt und auf der anderen Seite wieder herauskommt, um zumindest allen die Möglichkeit zu geben, dann während der Sperrung der Bereiche Merseburger Straße, Große Brücke, dann auch hier entsprechend ohne große Komplikationen an den Bahnhof heranzukommen. Es sind des Weiteren vorgesehen zwei Bushaltestellen mit einer Wendeschleife, sodass der Bus dann hier wieder zurückfahren kann, sowohl im örtlichen Personennahverkehr als auch diese sogenannten Fernbusse, die ja regelmäßig Weißenfels frequentieren. So ist unser Plan in einem ersten Abschnitt. Ein weiterer Abschnitt beginnt dann da hinten, dort wo jetzt diese alte Siloanlage steht. Dort haben wir auch schon die entsprechenden Maßnahmen in Auftrag gegeben, dort möglicherweise dort noch für Ordnung zu sorgen. Es ist also kein einfaches Verfahren. Hier ist natürlich viel Altlastenszenario unterwegs der letzten 100 Jahre. Aber wir versuchen natürlich, das alles mitzuregeln und hoffen natürlich, dass wir baulich im Jahre 2023 fertig sind. Oder, Herr Hefer? Das ist unser Plan, damit wir mit der Sperrung des Bereichs Merseburger Straße, Große Brücke, dann so weit sind, dass die Bürger noch ordentlich an den Bahnhof herankommen.